sind wir wieder zu einer weiteren Folge Don't Starve oder besser gesagt, Failen, was das Zeug hält. So. So, wir sind mittlerweile bei Tag 101 angekommen. Und ich wette, es kann nur noch schlimmer werden. Wir haben bis jetzt noch keine weitere Lebensversicherung. Ich will unbedingt mir so einen Schrein bauen. Wir brauchen das jetzt. Alles hat angefangen mit der blöden Aktion im Sumpf, wo ich gestorben bin. Dann das mit den Hunden. Dann das Lager anzünden. Ja, es ist, ich spiele gerade echt nachts hier. Also es ist aktuell hier bei mir 1.30 Uhr nachts. Und ich bin selber ein bisschen wenig über mich erstaunt, dass ich noch nicht müde bin. Wahrscheinlich bin ich so unter Adrenalin. Dass ich hier auch überhaupt nicht müde werden kann. Da geh weg. So. So. Ja, wunderbar. Happen. Ja, ihr seid doch selber schuld, wenn ihr da reinlauft. Ganz einfach. Legt euch schlafen. So. Die Eier nehmen wir natürlich mit. Habe ich gerade die Augen schon wieder gesehen? Ah ne, das sind Glühwürmchen da oben. Okay. Okay, unser Brain schmilzt. Da-da, da-da-da-da. So, jede Menge Holz. Jede Menge Holz haben wir wieder. Finde ich super. So, hier müssten wir uns auf jeden Fall nochmal neue Bäumchen hinpflanzen. 35 Samen haben wir hier. Okay, und wir haben es wieder helle. Und er läuft rein und er ist tot. Ja, geil, Fleisch. Oh nein. Nein. Erstmal alle Fallen aufsammeln. So. Pflanzen? Kann ich gar nicht pflanzen, weil da die Feder liegt, oder was? So, bitte. So, ich hoffe ja eigentlich schon so ein bisschen, dass die Hunde kommen, weil irgendwann werden sicherlich die ersten Dinger kaputt gehen. Alter. So. Nun gut, ab nach Hause. So, kann ich denn das hier auch ja, trocknen? Ja, wunderbar. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Die Feder können wir hereinlegen und uns ein wärmendes Feuer mal anmachen. So, Holz haben wir ja jetzt erstmal wieder. Nein. So. Erstmal bauen wir uns wieder ein Thermometer hier hin. Damit wir direkt gucken können, wie kalt es doch ist. Was braucht man denn für das hier? Ah, zwei Seile und zwei Bretter. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Zwei Seile haben wir hier irgendwo noch. Aber erstmal hier die Hasen. Solange, vielleicht kommt ja noch ein Häschen da raus dann. So. Seile sind bestimmt hier.
Perfekt, zwei Seile und da haben wir wieder unsere Wetterstation. Ja, wunderprächtig. Ja, es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Aber so, dass wir es sehen halt. So, hier hin. Zack. Okay, das können wir hier wieder erstmal reinhauen. So. Zap. Eigentlich müssten wir dann aber auch demnächst wieder ins Schweinedorf nach unten gehen. Weil... da dürften, glaube ich, die Schweinchen ja auch erstens wieder respawned sein nach so vielen Tagen, wie wir da unten halt nicht waren. Und zweitens, was kommt eigentlich hier raus, wenn wir das dann machen? Rührei oder so. Rührei mit Speck. Was ist denn das hier? Eklige Pampe. Das bringt ja wahrscheinlich gar nichts. Ich esse das mal. Geil, es bringt wirklich gar nichts. So. So. Erstmal auch wieder genug Fleisch. So. Ja, das wieder am Schnürchen hier. So, eigentlich müssten wir wieder Stroh sammeln. Eigentlich müssten wir das noch machen. Eigentlich müssten wir alles noch mal gleichzeitig machen. Können wir denn noch irgendwo hier in der Nähe was abholzen? Einen großen Baum oder so hier? Wo ist die Sonne? Ja, das ist die gute Frage. Wo ist die Sonne hin? Wie sieht's denn aus? Oh, wir haben nur noch 8 Flints. Okay, da müssen wir auch zusehen, dass wir wieder neue sammeln. So. Schauen. Papyrus. Für was war mal ein Papier? Ein Tuch aus Bambus haben wir nicht. Goldpumpen. Das haben wir alle. Einen Bienenkasten haben wir noch nicht gebaut. Ein Vogelfall haben wir noch nicht gebaut. Eine Angelrute haben wir noch nicht gebaut. Honigumschlag haben wir noch nicht gebaut. Zum Heilen kleiner Wunden. Kompass. Weiß den Weg nach Norden. Ja, da können wir auch auf die Karte gucken, oder nicht? Was brauche ich denn? Kompass? Hm. Schweinerucksack. Passt viel rein, macht dich aber langsamer. Das ist nett, aber unser normaler Rucksack reicht ja eigentlich für unsere Zwecke aus. Und wir haben immer noch, mir fällt auf, wir haben ja immer noch nicht Chester gefunden, ne? Was ist denn da los? Luxuriosack? Welcher? Okay, da haben wir aber nicht diese Federn. Dichteter Stapel. Wenig Platz, aber hält Dinge frisch. Was? Inwiefern? Da brauchen wir das Dachsfell, was wir ja haben. Bei Survival. Aber 3 Gears.
Okay, hier haben wir Schießpulver, Feuerlöscher. Das Feuerlöscher können wir eigentlich immer gebrauchen. Schrein der Leistung. I don't know, für was wir das brauchen. Ja, Willow. So. Jetzt können wir ja hier auch wieder. Ein bisschen sammeln. Oh Gott, ey. Dieses Spiel, ey. Das macht mich fertig. Okay, es wird auf jeden Fall bewölkt sein morgen. Also jetzt. Und es wird weiterhin kalt bleiben. So. Gehen wir jetzt mal runter gucken. Aber es ist Winter und ich weiß nicht, wann wieder irgendwas kommt, ey. Wir brauchen aber auch Strom. Hier unten. Apropos unten. Ja, die Bienen werden ja, glaube ich, immer rauskommen, ne? Bei diesen Dingern. Da unten. So, zu weit weg können wir hier auch mal wieder nicht laufen, weil kalt. Wieso ich auch immer nach unten laufe? Wie wäre es eigentlich, wenn ich mal nach oben laufe, ne? Das wäre doch eigentlich auch eine Maßnahme. Keine Häschen sind in die Falle gelaufen. Was ist denn hier los? Es ist zu früh am Tag. Aufgeladen. Dum, da, dum, 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 dum. Unsere anderen zwei Schweinchen laufen jetzt hier ohne Wohnung rum, ne? So. Brauchen immer noch was zu essen, ja Mensch. Dum, 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 dum. Oh Mann. Ich warte wirklich jetzt die ganze Zeit nur darauf, bis irgendein Kackscheißvieh wieder hier angetanzt kommt. Sei es die Hunde, sei es Dirklops, sei es irgendwas anderes. So, zumindest haben wir jetzt hier wieder ein paar Ressourcen. Das ist schon mal hervorragend. Aber hier so Steinchen, so Flints haben wir jetzt noch gar nicht gefunden mehr, ne? Findet man die nur im Frühling? Kann das sein? So, hier haben wir auch. Oh, ich habe mich gerade erschrocken, ey. So, okay, wir gehen nach Hause, weil kalt. Und das nehmen wir noch mit hier. Zack. Aber ich bin echt erstaunt, wie lang diese Wollmütze ja eigentlich hält, ne?
Speichert wieder. So, wir hauen das Zeug erstmal hier rein. Wobei, können ja hier mal nochmal ein, zwei Dinger machen. So. Falls die Kackhunde kommen und schöne Zähne für uns fallen lassen, dass wir die auch schön mitnehmen können. Und schöne Fallen wieder bauen können. Zack. Ja, aber vorhin waren doch noch keine drin, ey. Gibt's das denn? So. So, Fleisch haben wir ja jetzt erstmal wieder genug. Na, aufheben, danke. So. Neues Beef Jerky und die nächste Nacht wird die Nacht der Nächte. Da wird es Vollmond sicherlich sein. Nein! Nein, nein! Nein! Nein, nein! Nein! Hunger, essen! Essen, essen, noch ein bisschen Essen rein damit. So, diesmal werde ich nicht verkacken. Diesmal... Scheiße, wo ist denn die Kacke? Nimm! Verwende! Feuer! Verwende! Verwende! Oh, diesmal... Ich leg meinen Controller jetzt bei der Seite. Nicht, dass ich aus Versehen rankomme. Habe ich sonst noch irgendwas im Inventar, was die anlocken kann? Was? Halt die Klappe! Oh! Warum die auch gegen mich laufen, ey? Da ist auch so ein scheiß Eishund dabei. Aber wisst ihr was? Ich beende erstmal die Folge. Hoffentlich überleben wir die Nacht. Bis dann erstmal. Ciao. Gut getan vor diesen verdammten Hunden. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Toadstarve. Die gehen auch nicht weg, ne? Die gehen auch nicht weg. Ungelogen, wenn wir irgendwann unterwegs sind, müssen wir diesen Busch dabei haben. Für den Fall der Fälle. Und noch dazu, ey, wir dürfen ja echt kein Fleisch oder irgendwas... dabei haben, weil ich sonst riechen die das, glaube ich. Die riechen sowas. Die können das halt. Sind die jetzt weg? Aber es wäre halt natürlich total kacke, wenn wir die jetzt so loswerden, aber wir keine Zähne mehr bekommen, ne? Oh nein! Ich hoffe, sie sind noch irgendwo vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich packe jetzt erstmal das hier wieder weg. Es hat alles so ein Für und Wider, ne? Kann es sein? Sind sie jetzt wirklich komplett weg, oder? Ist natürlich blöd. Ist natürlich blöd. Weil wir halt keine Zähne halt bekommen können, ne? Die kriegen wir halt nur von den Hunden.
Das ist ein wenig blöd, ja. Naja. So, ich habe natürlich nichts zu essen dabei. Oh, guck mal, was liegt denn hier? So, erstmal hier neue Dinger pflanzen. Und Gras mitnehmen. Die einzige Nahrung, die wir dabei hatten. Ah, da oben ist auch wieder ein Busch. Nein! Nein, er kommt! Ich will doch nicht! Ich kann das nicht! Das ist jetzt richtig kacke. Er kommt. Er kommt. Und ich weiß, wir brauchen was zu essen. Erstens und zweitens. Okay, wir müssen schnell nach Hause. Und dann schnell dahin. Ja, ich weiß, es hört sich doch im richtigen Monster an. Ich hör's doch auch. Alter, no way. Nein, nein, nein! Aua! Oh, fuck! Bitte nicht! Was? Oh! Nein! So, Leute, das ist jetzt so der Moment, wo ich, ich werde jetzt auch mal weinen. Ich glaube, ich schneide es direkt dran an die andere Folge. Oh, das gibt's doch gar nicht, Alter. Das ist so irgendwie... Wieso waren die denn jetzt aggressiv, die Spinner? Wieso? Waren diese verkackten Pinguine jetzt auf Agro-Modus? Was soll denn das? Und wieso hat er mich überhaupt noch erwischt? Wie viel Schaden die mir auch gedrückt haben? Ich hasse alles, ey. Erneut versuchen. 103 Tage. Das ist mein Hauptmenü. Lass mich in Ruhe spielen. Alles für die Katze, ey. Ohne Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, ja. Ich glaube, das ist der Moment jetzt, wo ich, glaube ich, ins Bett gehe und über mein Dasein erstmal nachdenke, ja. das kann doch nicht wahr sein. Nee, ich werde natürlich nicht aufgeben. Also wir waren bei wie viel? 103 Tagen. Das sind jetzt auch wieder Folge 41 war das. Mit Wilson war ich, glaube ich, bei Folge 43 oder so. Alter Vater, ey, es kann nur... Ja, in diesem Sinne, Leute, ich kann dazu einfach nichts mehr sagen, ja, das ist einfach mordsmäßig traurig, ja. Oh. Ja, wie gesagt, ich schneide das jetzt noch an die letzte Folge noch dran, die ich jetzt vorhin noch aufgenommen habe. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Don't Starve irgendwann. Mal schauen. Mal gucken, ob ich vielleicht nochmal eine neue Aufnahme mache. Weiß ich noch nicht. Eigentlich hätte ich schon Bock. Aber ich wollte noch auch ein paar andere Spiele und Sachen noch ausprobieren. Mal gucken.
Bleiben wir mal gespannt. Ey Leute, bis dann erstmal.